Pforzheimerinnen und Pforzheimer und Gäste von nah und fern. Ich freue mich, dass wir heute hier stehen, denn dass wir hier stehen, ist ein Zeichen dafür, dass unsere Piastenbrücke fertig ist und wir heute wieder einen normalen Annafestumzug haben. Und da freue ich mich wirklich riesig drüber. Letztes Jahr war zwar auch schön, aber halt sehr kurz. Und ja, schön, dass wir heute hier sind. Ich begrüße ganz herzlich unseren Bürgermeister Udo Schönfelder. Schön, dass du schon da bist. Von dem gibt es später ein paar Begrüßungsworte, wenn auch noch unsere anderen Gruppen da sind, die beim Festzug mitlaufen. Jetzt erstmal von uns. Ich darf euch jetzt erstmal meinen Prolog vortragen. Und danach stelle ich euch auch meine Mädels vor, die hinter mir stehen. Ich habe heute nämlich noch ein paar andere Produktköniginnen zu Gast. Und auch das freut mich riesig, dass ihr heute da seid, dass ich euch so spontan doch noch einladen durfte und dass ihr noch gekommen seid. So höre nun, versammelt Volke, von diesem Throne mein Geheiß, wie's ich bestimme und auch selbst befolge, zu Brauers Ruhm und Bieres Preis. Die alte Stadt, das Erber Handwerk und des Kaisers Pfalz, dann klares Wasser, edlen Hopfen und ein reines Malz. Mein liebes Pforzheim, auch immer dir erhalt's. Ja, jetzt darf ich euch meine Mädels vorstellen. Macht es am besten selber, das könnt ihr selber ganz gut, wir sind ja geübt. Servus, grüßt euch, ihr bin Anna, passend zum Annafest. Ich bin die Abensberger Spargelkönigin. Ich komme aus Abensberg, das ist im Landkreis Kelheim in Niederbayern. Und ich vertrete den Abensberger Spargel und das Abensberger Anbaugebiet. Servus, grüßt euch miteinander, ihr bin Annika, bin die Siegenburger Hopfenkönigin. Komme mit Anna aus dem Landkreis Kelheim und vertritt unseren Hollerdauer Hopfen und natürlich auch ein bisschen das Bier. Hallo, mein Name ist Antonia. Ich vertrete den Wein. Ich bin eine der vielen Weinprinzessinnen aus Franken. Ich komme aus Nordheim am Main und vertrete den Nordheimer Wein. Servus, ich bin die Paula, die Mergendorfer Krautkönigin. Ich komme aus dem Landkreis Ansbach und vertrete Mergendorf, unser Kraut und das fränkische Seenland. Ja, servus an alle. Ein schöner Gruß aus Südtirol. Ich bin die Verena, die 28. Apfelkönigin aus Natschaps in Südtirol und ich vertrete den Südtiroler Apfel. Ich wünsche Ihnen alle ein schönes Annafest. Hallo, ich bin die Lena, die fränkische Kirchenkönigin und ich komme aus dem schönen Landkreis Pforzheim, aus Sollenberg bei Gräfenberg und ich darf die fränkische Kirche und die fränkische Schweiz vertreten. Grüß Gott miteinander, ich bin die Theresa, ich bin die bayerische Meerrettichkönigin. Ich komme aus Neunkirchen am Brand, der Ortsteil Großenbuch und ich freue mich heute auf dem Annafest mit zur Eröffnung dabei zu sein und vielen, vielen Dank nochmal Luisa für die Einladung und ich wünsche euch heute ganz, ganz, ganz viel Spaß, feiert, trinkt was und esst auf jeden Fall, so ein schönes Wetter, wo es nicht zu heiß ist und auch nicht zu kalt, da lässt sich einfach am besten auch feiern. Viel Spaß! Ja, und noch zwei Mädels, das sind euch ja schon bekannte Gesichter, die Laura und die Miriam, ehemalige Bierköniginnen von mir. Ich hoffe, wir werden später noch mehr. Ich hoffe, es sind alle neuen Vorgängerinnen dabei. Ich glaube, die sind gerade noch im Leder versumpft oder so. Verzeiht ihnen. Genau, ja, das war es jetzt dann auch schon von uns. Herzlichen Dank noch an unsere Musikgruppen, den Musik- und Spielmannszug Pforzheim und Musikverein Buckenhofen. Danke für eure musikalische Unterstützung heute. Ich glaube, ihr seid jetzt dran.
Sehr geehrte Festgemeinde, liebe Annafestfamilie, namens der Stadt Forchheim und in Vertretung von Oberbürgermeister Dr. Kirchstein begrüße ich euch auf das Herzlichste zum Auftakt unseres diesjährigen Annafestzuges. Liebe Annafestfreunde, wir erleben jetzt in ungefähr 90 Sekunden etwas Einzigartiges, etwas ganz Besonderes. Eine Premiere, eine musikalische Uraufführung. Der Titel des Stücks lautet, passend zu dem, was gleich stattfindet, Naufs Annafest. Der Name ist jetzt Programm. Bemerkenswert, innerhalb des Lieds gibt es einen Refrain, den man sehr lang wiederholen könnte, zumindest noch in den nächsten 10 Tagen. Er lautet, und wir kennen den Text, Allerdoch Annafest, Annafest Allerdoch. Ideengeber sowohl des Refrains, aber des gesamten Musikstücks ist, hier steht er, Thomas Mönius, unter anderem stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft zur Förderung von Kultur. Lieber Thomas, Applaus an dich. Komponiert wurde das Stück von niemandem Geringeren als dem Dirigenten der Bläserphilharmonie unseres Musikvereins Forchheim-Buggenhofen, Herrn Matthias Wehr. Beauftragt wurde er durch die Gesellschaft zur Förderung von Kultur unter dem Vorsitz von Frau Astrid Haas. Ist die auch da? Sollte die Frau Haas hier sein, bitte hochkommen. Das Lied wurde gewidmet der Stadt Forchheim und insoweit, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, uns allen. Sehr geehrte Frau Haas, lieber Thomas, ich danke herzlich der Gesellschaft zur Förderung der Kultur für die Stiftung des Liedes an uns alle. Danke euch. Und nun, meine Damen und Herren, bevor es dann im Anschluss zeitnah losgeht mit dem Marsch aufs Annafest, freuen wir uns auf die Uraufführung und im Anschluss geht es dann hoch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Thank you.
Achtung! Achtung! Yeah, it's
Da haben wir noch Besuch.